prominente CDU-Politiker fordern diese Woche, dass katholische Priester endlich heiraten dürfen. Der Papst kommt, geht, das Zölibat gilt bald auch für unsere Priester. Liebe deine Nächste. Die Unterdrückung, also die verlangte Unterdrückung von Sexualität, ist ein Machtinstrument der Chefs der katholischen Kirche. Also das muss man schon so sehen. Ja, aber da kann man dann mit Otto Waalkes argumentieren. Die Kirche könnte auch sagen, Zölibat ist Mord am ungezeugten Leben. Ist es nicht wichtiger, dass am 2. Februar das Kölsche Dreistirne persönliche Audienz beim Papst hat? Das hatte ich schon. Muss ich ein Beispiel erzählen? Also damals, ich war Chefredakteur des Express, war der Chefreporter vom Express mit dabei, ja, und war auch auf dem Foto mit Papst und kölnischem Dreigestirn. Und der Mann war Zocker, ja, und dann hängte sein Wettbüro ein Foto aus von ihm mit dem Papst, dem Dreigestirn, mit einem Pfeil, dieser Mann zockt hier, ja. Da haben wir schon. Politik ohne Langeweile. Vier gewinnt. Die neue Meinungsshow bei NTV. Heute, 23.05 Uhr.